Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Was wir heute hier im Stadtrat machen, ist eine Grundsatzentscheidung. Eine Grundsatzentscheidung, ob wir weiter mit Menschen, die aus Krieg und Vertreibung hier hinkommen, ob wir die menschlich, ob wir die gut aufnehmen wollen oder nicht. Und Frau Arnold, ich bin schon ein wenig wirklich erstaunt über die CDU. Dieses Boot ist voll narrativ und Sie klatschen auch dem Herrn Nietzsche zu. Also ich denke, die Hälfte Ihrer Wähler findet das widerlich und die andere Hälfte wählt das Original. Also ich würde noch mal drüber nachdenken, ob diese Taktik richtig ist. Im Finanzausschuss gestern wurde schon mehrfach gesagt, ist eigentlich ein ganz guter Weg aufgezeigt worden. Es sind viele Anträge noch hinzugekommen. Oberbürgermeister hat sich auch bewegt. Und wir haben jetzt, ich sage mal, was jetzt ist, wir mieten jetzt die mobilen Raumeinheiten, also Container, an. Und in den nächsten zwei Jahren wird die Verwaltung sich auch noch Gedanken machen über Schnellbauweise, über ob man feste Häuser bauen kann, ob man Kitas umnutzen kann und so weiter und so fort. Also wir haben das Thema Flucht und Vertreibung ja nicht nur heute. Wir haben es ja auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und wir müssen immer die Menschlichkeit bewahren. Heute und auch in zwei und in drei Jahren. Und so gesehen ist dieser Antrag zumindest mal sehr in die richtige Richtung. Punkt 2. Die CDU und die Freien Wähler möchten gerne Zeltstädte machen. Große Zeltstädte, man könnte auch Lager sagen. Und ich könnte einfach nur fragen, geht es Ihnen besser, wenn es den anderen Menschen schlechter geht? Ist das wirklich das Ziel? Herr Nietzsche hat es ja wenigstens ausgesprochen. Wir wollen keine Anreize schaffen. Meine Damen und Herren, ein größerer Anteil der Menschen, die jetzt kommen, das sind Ortskräfte aus Afghanistan. Ortskräfte aus Afghanistan, die der Bundeswehr den Arsch gerettet haben. Die haben dort übersetzt, die haben dort für die Logistik mitgesorgt, die haben vor Hinterhalten gewarnt. Das waren quasi Mitarbeiter der deutschen Bundeswehr. Und denen haben wir damals, die Bundeswehr, versprochen, dass wir die mitholen, wenn die Bundeswehr weg ist. Was haben wir gemacht? Wir haben sie dagelassen und ein paar konnten fliehen und jetzt sind ein paar wieder hier. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als die Menschen, für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben, die in Zeltstädte zu setzen und das auch noch für zwei Jahre. Ich finde das nicht richtig. Dritter Punkt. Still und heimlich. Gestern im Finanzausschuss wurde gebeten, doch seine Worte zu zügeln. Ich versuche es auch. Aber still und heimlich hat die CDU zwei Sachen noch in ihren Antrag reingeschummelt. Mit dem CDU-Antrag wird nämlich der sichere Hafen getötet. Dresden bekennt sich nicht mehr zum sicheren Hafen. Schauen Sie, CDU, wer Ihnen zuklatscht? Gute Taktik. Super gut. Das wird eine tolle Zukunft werden. So, und das Zweite ist, mit diesem, jetzt können Sie gleich wieder klatschen, Hände schon mal vorbereiten, also in diesem CDU-Antrag sollen auch die Standards für die Asylunterkunft, die der Stadtrat 2017 geschaffen hat, wieder abgeschafft werden. Ihr Einsatz. So. Also, in einen Antrag, in eine Vorlage, die zu irgendwie Gegenstand A, mobile Raumeinheiten, noch andere Sachen, die extrem wichtig sind, und Sie haben ja sogar einen Antrag zum sicheren Hafen, zum unsicheren Hafen, heute hier als einen Antrag eingereicht, einfach nur reinzusneaken, das ist, ich weiß nicht, was ist das für ein Wort, ich würde sagen, das ist ja irgendwas zwischen gemein und schäbig. Meine Damen und Herren, bevor ich zu meinem Abschlussstatement komme, Herr Hilbert, zwei Arme, ich halte diese Abstimmung für so wichtig, dass wir wissen müssen, wer sich wie verhält. Damit beantrage ich bei der Schlussabstimmung namentliche Abstimmung, und zwar nicht namentliche Abstimmung. So. Interessant. Nö, ich finde das okay. Ich habe den Antrag ja gestellt. So, ich halte das für wichtig, dass wir sehen können, wer wie abstimmt. Und deswegen habe ich das jetzt hier beantragt. Meine Damen und Herren, es ist wirklich traurig, es ist ein wenig traurig, dass man das Grundrecht auf Asyl und das Menschlichsein, die christliche Nähe, Nächstenliebe, dass man Menschen hilft und dass man ihnen nicht irgendwie die Tür zuschlägt und irgendwie Steine in den Weg legt, dass das nicht
hier sozusagen Common Sense ist, dass man das hier nochmal extra aussprechen muss. Ich kann sagen, für die Dissidenten, für uns ist das Recht auf Asyl nicht antastbar, für mich als Piraten ist es das auch nicht und das wird sich auch nie ändern. Dankeschön.